Hallihallo, liebe Gothic-Freunde und hallihallo, liebes Tagebuch. Beim letzten Mal habe ich, ein lootsüchtiger Kistenöffner, doch tatsächlich vergessen, den Magier des Nebelturms zu looten. Und genau dieser Magier hat wohl Beute in seiner Tasche, die es sich anzuschauen lohnen würde. Dumm gelaufen, aber vielleicht komme ich ja ein andermal nochmal am Turm vorbei. Ich war jetzt jedenfalls auf der Suche nach den Ulumulu Teilen 3 und 4. Präzisiert sind das die Jagdtrophäen, für die man einen Schattenläufer und einen Troll umlegen muss. Wo die sind? Irgendwo. Das sagt einem das Spiel nämlich leider nicht. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz über gute und schlechte Aufgabenstellungen in Spielen sprechen. In zwei Sätzen könnte man es so ausdrücken: Gut ist, wenn das Spiel zu dir sagt, gehe los und liefere ab. Schlecht ist, wenn das Spiel zu dir sagt, gehe los und hoffe. Spielt man zum Beispiel ein Point-and-Click-Adventure, man kommt irgendwie nicht weiter, soll ja vorkommen in dem Genre, surft dann also im Internet auf der Suche nach einer Lösung, findet die irgendwann und man denkt nach dem Lesen, klar, ich Idiot, dann war das, geh los und liefere ab. Stellt sich bei der Recherche im Internet aber dann heraus, dass man aus einem Zahnstocher und einem Korkenzieher ein Flugzeug bauen sollte, dann war das eher, geh los und hoffe. Anderes Genre. Bei Cuphead verliert man in den Bosskämpfen andauernd und man denkt so, ja, da an der Stelle muss ich es besser machen, hab's verkackt. Geh los und liefere ab. Bei anderen Spielen hat man keine Ahnung, warum man jetzt gerade gestorben ist, weil sie einfach kacke intransparent sind. Geh los und hoffe. So, sorry für diese Ausschweifung, aber worauf ich hinaus möchte ist, geh los und hoffe ist nie, nie, nie gut. Und gehe los und finde irgendwo auf einer 2 Quadratkilometer großen Karte die letzten zwei Viecher ihrer Art, während die Story eigentlich gerade drückt. Das ist so fern von allem Skill, da bleibt eben nur die Hoffnung. Und auch wenn die bekanntlich zuletzt stirbt, ist das nicht gut. Wie ihr während meinen Ausführungen gerade anhand des Gameplays, das im Hintergrund läuft, erkennen konntet, bin ich nun also durch Wälder und Höhlen spaziert, mit der peniblen Präzision eines Vermessungstechnikers, um dort irgendwo einen Schattenläufer oder von mir aus auch einen Troll ausfindig zu machen. Denn vor allem Schattenläufer vermutete ich schon in den dunklen Gegenden, den Schatten halt, aber selbst diese Zoologiekenntnisse halfen mir jetzt nicht wirklich weiter und so bin ich wirklich sehr, sehr lange über die Karte geeiert, bis mir dann endlich irgendwann, vielleicht nach 20, 30 Minuten, in einem dunklen Walddurchgang der Schattenläufer über den Weg lief. Yes! Und glücklicherweise war der Troll dann auch in der Nähe. Und den fand ich dann auch verhältnismäßig zeitnah. Den wollte ich jetzt endlich mal schrumpfen, denn den Schrumpfzauber, den trage ich ja wirklich schon seit gefühlten Jahren mit mir herum. Aber mein Nervenkostüm war inzwischen von der Suche so strapaziert, dass ich nach einem harten Haken von ihm gleich zur Axt gegriffen habe. Ja, genug ist genug. Dann war es tatsächlich real, ich hatte alle vier Teile des Ulumulu, also ab zu Tarok. Oh, Freund, habe kein Ulumulu, nicht gut. Wieder respektieren, Ulumulu. Fremder tragen Ulumulu, dann Fremder nicht sterben. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Gorn habe ich das Ding dann auch noch präsentiert. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Dann ging es mal wieder zu Wolf, denn den wollte ich mal wieder nach dem Vorankommen bei meiner Minecrawler-Rüstung fragen. Und tatsächlich... Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann. Hier ist sie. Gut, ja, dachte ich mir, dann ziehe ich mir die Rüstung doch mal an. Boah. Nee, also mich persönlich muss ich sagen, holt dieser farblose Plattenharnisch überhaupt nicht ab. Ich meine, das passt schon, ne? Minecrawler sind auch keine Models, aber ich musste dann doch umgehend wieder in mein blaues Gewand zurück. Ich konnte es einfach nicht anbehalten, ja. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, welche Rüstung ihr am liebsten mögt. Ich muss ja sagen, ich finde, glaube ich, die vom alten Lager am coolsten. Aber das Gewand mag ich auch. Ich habe mich jetzt auf den Weg in das Ork-Gebiet gemacht und nach habe ich dann den Schock ob der Optik der Rüstung so ein bisschen verdaut und sie mir dann doch noch angelegt. Denn ich dachte mir so, ja, für Kämpfe mit Gardisten des alten Lagers will ich jetzt schon gerüstet sein, da ist die Rüstung dann vielleicht doch besser. Und die zwei Wachen vor dem Ork-Gebiet habe ich dann auch getötet.
Und kurz darauf stand ich wieder vor der Orkstadt und siehe da, mit dem Ulumulu in meinem Besitz klemmte die Winde plötzlich nicht mehr. Ja, auch so, ja. Es wäre schon cooler, könnte man jetzt auch ohne das Ulumulu in die Stadt gehen, denn wenn man sich durch die Orkmassen kämpft, wäre das eine angemessene Belohnung und es wäre auch glaubwürdiger als diese Winde, die jetzt auf einmal nicht mehr klemmt. Hinter den Stadtmauern habe ich mich dann weiter durchgekämpft und als mit den Ork-Schamanen die letzten Kämpfer gefallen waren, entdeckte ich so einen blinkenden, an die Libertas erinnernden Götzen, den die Schamanen angebetet hatten. Die Libertas ist im Grunde ein personifiziertes Motiv für die Freiheit. Man kennt sie von der Freiheitsstatue. Und dass die Orks die hier anbeten, ist, finde ich, schon sehr interessant. Denn man erfährt im Spiel viel über die Ausbruchspläne und die Machenschaften der Menschen. Aber dass die Orks sich gerade vor dieser Figur auf die Knie werfen, könnte ja auch bedeuten, dass auch sie als Orks daran interessiert sind, auf diesem Weg zur Freiheit aus der Barriere zu gelangen. Telekinese schien mir hier logisch zu sein, um die Statue von dem Podest zu holen, aber ich bekam sie damit nicht runter, bekam sie gar nicht erst fokussiert, also bin ich vorerst zu meiner Rechten durch einen Höhleneingang spaziert und da drin stieß ich dann auf einen Thron, auf dem ein Horn lag, wofür das auch immer ist. Und wenn das hier ein Thronsaal der Orks war, dann geben sie nicht viel auf Klunker. Ein Stück weiter fand ich dann den Rachestahl, ein recht mächtiges Schwert, das mir persönlich jetzt aber nichts brachte. Und dahinter lag dann noch ein gefluteter Raum, bei dem aber Endstation war. Also ging es jetzt wieder raus hier. Dort habe ich dann mal in das Horn geblasen. Schön, aber wirkungslos. Also versuchte ich jetzt durch das Gitter zur Linken zu marschieren. Aber da kam ich dann nicht weiter. Diesmal nicht wegen einer klemmenden Winde, sondern der Hebel bewegt sich kein Haarbreit. Dann musste es also doch noch die Telekinese richten. Diesmal bekam ich die Statue in den Fokus und sie damit auch runter. Und die Statue wiederum bewegte den Hebel, der das Gitter zu den heiligen Hallen öffnete. Und dass gerade die Libertas dieses Gitter öffnet, ist als klares Symbol zu verstehen, dass dort hinten die Freiheit wartet. Was ich da hinten dann so erlebt habe, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. So, das waren jetzt wieder einige Kritikpunkte, aber gerade deshalb ist es mir ein Anliegen, nochmal anzumerken, dass ich sehr viel Spaß mit dem Spiel habe. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, man hört sich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Oh, Freund, habe kein Unruhe, nicht gut.